Willkommen zurück zu Hausflipper. Ja, Woche hat gerade angefangen. Ich glaube, das ist jetzt die zweite Folge. Eine Folge war ein bisschen lang, ich weiß. Aber wir schnacken nicht lang, wir gehen einfach ans Werk und gucken, was wir denn Neues haben. Ja, immer noch dieselben. Okay, wir... Auftrag zum Aufräumen meiner Garage. Ja. Hey, ich habe ein neues Auto gekauft, aber in der Garage ist so viel Müll, dass es dort nicht parken kann. Könntest du die Garage für mich aufräumen, sodass ich wieder Platz habe? Gruß Max. PS, wenn du mein Auto noch wäschst, werde ich jetzt extra bezahlen. Nimm das Auto, fahr in die Waschanlage und wasch es. Lass es waschen. Aber gut. Wir machen das. Wir räumen auf und diesmal wird die Folge wahrscheinlich auch nicht so lang. Aber wie wir unten auch schon sehen, ist es relativ schmutzig hier. Ist komisch, es kann nicht in der Garage parken, aber es steht in der Garage. Wahrscheinlich nur einseitig. Wir tragen das Auto mal raus. Ich bin ja auch so einer, ich trage gerne Autos. Wie jeder von uns. Wir fahren das Auto nicht aus der Garage, wir tragen es raus. Weil der Deutsche ist ja autoverliebt. Dann wird er am liebsten mit seinem Auto auch ins Bett gehen. Weil ich den Hype über Autos überhaupt nicht verstehen kann. Das ist schon je so. Verstehe ich einfach nicht, wie man sein Auto lieben kann. Ich habe selber kein Auto, von daher. Ich brauche es auch nicht. Ob Elektro oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Bin ich eher so nicht so. So, dann gehen wir gleich in den nächsten Raum und räumen da weiter auf. Das ist aber nicht wenig, was da hier so rumstehen hat. Es gibt auch Sperrmüll. Das kann man einfach an die Straße stellen und dann wäre es weg. Dann kommt da so eine Firma, die ist dafür beauftragt worden, dass die das mitnehmen. Das ist ein Riesenschraubenzieher. Oder Schraubendreher. Die werden da extra für beauftragt, dass die Müll und Schrott mitnehmen. Die einen, die Müll mitnehmen, die nennen sich dann Müllabfuhr, also Müllmänner. Und die anderen, die Sperrmüll mitnehmen, nennen sich auch Müllmänner, nehmen aber Sperrmüll mit. Ja. Und die sind extra dafür beauftragt worden. Und die machen das auch gerne. Die kann ich nicht hinstellen. Ja. Und hier geht's raus. Gut. Machen wir erstmal sauber. Hier müssen wir ja nicht streichen. Das ist schon mal eine Arbeitseinteilung weniger. Also ein Arbeitsschritt weniger. Das war echt dreckig hier. Also. Ja gut, Garagen sehen mit der Zeit irgendwann auch mal so aus, ne? So ist halt mal so. Dass sich da Unrat ansammelt. Weil man ja denkt, ja, wegschmeißen möchte ich es eigentlich nicht, aber ich will es eigentlich auch nicht mehr in der Wohnung haben, beziehungsweise im Haus. Ja, dann kommt es halt in die Garage oder in den Keller. Und wer keinen Keller hat, dann halt in die Garage, ne? Und das ist ja meistens dann irgendwie, ne, dass du dann mit der Zeit irgendwie keinen Platz mehr hast, weil Garage zugebüllt ist und dann denkst du dir, ja, sollte ich mal aufräumen. Verschiebst das irgendwie immer wieder und irgendwann sagst du dir, ne, das ist mir jetzt zu viel. Jetzt räume ich das auch nicht auf. Oder keine Ahnung, es schneit, man hat keinen Bock. Es regnet, es ist zu warm. Man kennt ja die Ausreden.
Das ist ein sehr leises Tor. So, ich glaube, hier wäre soweit alles fertig. Naja, bis auf da. Aber das ist ja schnell weggeschrubbt. Da schrubbe ich mal kurz drüber mit meinem Schrubber. So, dann ist hier irgendwo noch was. Das soll noch was sein. Also hier. Irgendwo. Also offene Regalen ist nichts. Das musste wahrscheinlich unter den Regalen sein. Ja, man sieht nichts, wenn man croucht. Vielleicht sehe ich was, wenn ich hier hinten... Ja, ich sehe perfekt von hier hinten. Ich werde das Regal mal wegschieben. Ja, da ist nix. Aber das ist... Ist das... Ne, die Tür ist extra. Draußen sind auch noch so Dreckflecken. Das ist das Auto gewesen. Macht ja auch Sinn. So. Ich hoffe mal, dass er das wirklich extra bezahlt. Nicht, dass ich das jetzt umsonst gemacht habe. Im wahrsten Sinne. Aber Leute, das Regal hat hier vorher auch gepasst. War irgendwas an der Wand. Ich habe keine Ahnung, was das war. Gut. Da können wir die Tür zumachen. Fenster müssen wir noch putzen. Das machen wir schnell. Dann ist die Seite der Garage fertig. Dann können wir das kleine Räumchen hinten, die Werkstatt auch nochmal machen. Und dann sind wir durch. Das Auto tragen wir mal wieder rein. Können wir die Seite schon zumachen. Wie gesagt, das ist ein sehr leises Tor. So. Gehen wir erstmal oben in den Ecken lang, weil da ist immer das, was man immer schnell übersieht. Ist es auch am hartnäckigsten. Tatsächlich, an der Wand ist auch noch sowas, so ein Unrat. Da blüht es langsam durch. Aber so viel, ich habe doch irgendwie gesehen, dass da gar keine Bäume in der Nähe sind hier, also auf der Ecke. Vielleicht stand da mal ein Baum. Wer weiß. Aber blüht das nicht normalerweise außen, wenn... Also der Grünspan ist doch normalerweise auch außen, wenn Bäume da stehen. Warum ist hier grün gewesen? Und wenn es Schimmel ist, wäre es ja schwarz, weil... Dann wäre ein Zeichen von Feuchtigkeit im Raum. Aber es ist ja in dem Sinne nicht schwarz gewesen, war ja grün. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwelche Fantasievorstellungen von
den Entwicklern. Ich habe keine Ahnung. So, die Regale noch. Komisch, immer so bis hier. Die drei von unten sind meistens immer komplett dreckig, aber obendrauf alles sauber. Bisschen merkwürdig. Aber so wie ich das hier kenne, ist garantiert irgendwo noch mehr dreckig, weil ich, ja, ich sehe schon. Da hinten. Das kriegt man kilometerweit weg, kriegt man das weggeschrubbt. Da nicht mehr. Jetzt aber. So, und hier noch ein bisschen. So. Jetzt müsste aber hier noch irgendwo was sein. Da, genau. Da ist noch ein bisschen was. Das ist weg. Und es ist ein riesiger Fleck da noch. Alter, das war hier vorne. Gut. Fertig sind wir aber noch nicht, weil hier noch irgendwo Schmutz ist. Aber wo? Ach, wenn ich jetzt nur wüsste, wo das ist, ne? Doch, wir haben doch jetzt alles mitgenommen. Mal hier einfach nochmal durch. Ich habe garantiert irgendwo jetzt wieder eine Stelle vergessen, die man jetzt nicht mehr sieht. Ja, und so bringt mir das irgendwie auch nichts. Crouch-Funktion ist zwar gut, aber irgendwie total sinnlos, wenn solche Regale sind wie da. Stimmt, irgendwo wieder eine Wende. Nix. Na, irgendwo wird es bestimmt sein. Prozent, ne? Toll, irgendwo war's. Hier sind's aber... Moment. Hier sind's 99. Es ist... echt zum Hühnerrupfen. Wenn man jetzt das echt nicht mehr sieht, wo das ist. Immer suchen muss. Das ganze, der ganze Raum ist sauber, aber es ist irgendwo noch was dreckig. Die kann man doch nicht mal bewegen. Aha, da hat sich das versteckt. Ist fertig. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken, wo jetzt was noch ist. Unter dem Tisch vielleicht noch. Ich schieb die Regale nicht weg. Weil das ist, da ist nachher nichts und dann haben wir's. Dann haben wir den Salat, dann kriegen wir das nämlich nie wieder zurückgeschoben.
Gut, dann sind wenigstens die Fenster schon mal sauber. Gleich die Schrauben mal putzen. Am besten einzeln. Irgendwo wird es hier sein. Das Werkzeug polieren. Ja, das muss irgendwo hier gewesen sein. Ja, teilweise echt ein bisschen nervig, wenn man das immer suchen muss. So. Interessant, dass hier nur die Garage steht auf dem Grundstück. Naja. So, wir haben 5.848,50 € verdient und beenden den Auftrag. Und ich verabschiede mich für diese Folge und hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge oder ihr habt euch ein bisschen entspannt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet hier bei Hausflipper. Bis denn. Tschüss.